Heute wird geschlichen hier in The Legend of Zelda Link's Awakening in Schloss Kanund. Oder war das? Ich gehe kurz nochmal überprüfen. Entschuldigt uns. Es ist Schloss Kanalett. Okay. Wir sollten uns bestenfalls nicht von den Wachen hier erwischen lassen. Denn das wäre äußerst schlecht. Ah, guck, der wird auch schon aggressiv. Kann ich an denen einfach vorbeirennen? Es kann sein. Wie schleiche ich mich denn an denen vorbei? Hey, Brudi. Tschö, Brudi. Bin ja schon weg. Oh mein Gott. Es ist doch keine Schleichpassage. Gott sei Dank ist es keine Schleichpassage. Ich habe so keinen Bock auf Schleichpassagen. Was ist, wenn ich da jetzt reingehe und der Prinzessin erstmal Bescheid sage, ey, ich bin eigentlich gut? Kann ich mir dann den Stress mit den Wachen sparen, bevor ich da draußen weiter erkunde? Das würde mich interessieren. Ah, guck, die kann man, glaube ich, in Feen verwandeln. Kann ich euch töten? Ja, kann ich. Alter, Link bricht ein und tötet dann auch noch die Wachen. Krasser Typ. Und dann gibt's auch dafür noch was. Was ist das denn? Eine goldene Feder. Okay. Ein goldenes Blatt gefunden. Ich glaube, davon gibt es mehrere. Ich glaube, ich habe das mal auf einem Thumbnail gesehen. Dass es davon anscheinend... Von GameXplain habe ich das auf einem Thumbnail gesehen, dass es davon mehrere gibt. Ich glaube, 5 oder 10 Stück. Die werden auch hier nicht aufgelistet, also... Keine Ahnung, für was die gut sind. Wir versuchen einfach mal weitere davon zu bekommen, würde ich sagen. Kann ja nicht so falsch sein. Ah, bist du nervig. Ich sollte auch öfter Schutzschild rausholen, merke ich. So, mit dem Teil der Macht kommen wir dann hoffentlich auch ein bisschen besser durch. Ah, sehr schön. Der Toröffnungsmechanismus. Es scheint so, als hätte sich das Burgtor geöffnet. Nun kommst du leichter nach draußen. Sehr schön, falls ich hier fliehen muss oder so. Ich meine, wir begehen hier gerade Hausfriedensbruch bei der königlichen Familie. Da wäre es nur selbstverständlich, wenn wir dann irgendwann fliehen müssen. Hier brauche ich vielleicht eine Bombe. Ich probiere es mal aus. Ich würde dich gerne auf Y legen. Hi! Was geht? Okay. Ja, ich kann die mit Bomben raussprengen, aber wieso sollte ich das tun? Das ist meine Frage. Ah, wegen dem goldenen Blatt natürlich. Wofür sind die gut? Und wie viele davon gibt es? Und wieso habe ich gerade 3 Schaden bekommen? Die werden unter meinen Herzen angezeigt, sehe ich gerade. Also höchst interessant. Hier gibt es nichts mehr. Ist aber auch kein Dungeon, ne? Wenn ich Pause drücke, dann rufe ich die normale Karte auf. Ja. Also Dungeon ist das hier keiner. Was machen wir hier? Okay. Hier muss wahrscheinlich irgendwo ein Schalter drunter sein. Oh, nice, Bomben. Die brauche ich sowieso. Nein. Hä? Ich meine, auf der Tür ist eine Vase abgebildet. Was ist, wenn ich eine Vase gegen die Tür werfe? Probieren wir es mal aus. Ah, perfekt. Easy. So, was mache ich gegen dich? Du bist mir ein ganz, ganz... Du bist ein ganz, ganz witziger. Mhm. Ja. Aua. Du tust weh. Wenn ich das mal sagen darf. Alter, hörst du auf? Freundchen! Du machst mir viel zu viel Schaden. Komm, geh weg, Brudi. Sehr schön. Eine weitere goldene Feder. Damit hätten wir 3. Ich weiß nicht, ob es 5 gesamt gibt, aber ich vermute, dass es gesamt 5 gibt. Super, aber wieso sammeln wir die? Ich dachte, die wären irgendwie optional. Wenn GameXplain dazu schon ein Video macht, dann muss es optional sein. So, ich brauche Herzen. Wir wollen nicht gleich unsere Fee brauchen. Alter, der Boss, der wird im Hard Mode auch sehr, sehr schwierig. Ja, jetzt fehlen goldene Federn. Ne? Da ist ein Rabe auf dem. Ich
meine, wir könnten da draußen noch alle töten. Außerhalb des Schlosses. Das kann gut sein, dass wir da auch alle töten müssen. Ansonsten gibt es da drin ja auch noch dieses Vieh, was ich nur mit der... Ganz ruhig, Freundchen. Perfekt. Nochmal. Dankeschön. Ansonsten gibt es da drin ja noch dieses Vieh, was ich mit dem Puder töten könnte. Oder wo ich vermute, es mit dem Puder töten zu können. Wie sieht es hier aus? Das ist ein Ritter, der hier ein paar Bomben wirft. Okay. Gegen den kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Aua. Bisschen unmöglich. Komm, geh weg. Geh weg, Freundchen. Mit dir will ich keinen Stress. Mal so wenig wie mit deinem Kameraden hier. Da ist er wieder. Sehr schön. Der gibt auch eine goldene Feder. Oder ein goldenes Blatt. Entschuldigung. So, das bedeutet ein goldenes Blatt noch. Dann sollten wir alle haben. Hoffentlich. Mal gucken, ob ich recht behalte. Und dann finden wir ja raus, wofür die gut sind, die goldenen Blätter. So, vielleicht muss ich auch den Krähe hier runterholen für ein goldenes Blatt. Die tankt auch zwei Hits. Erstaunlich. Aber ja, dafür gibt es ein goldenes Blatt. Endlich hast du das fünfte goldene Blatt gefunden. Das wird jetzt aber das letzte, oder? Na, hoffen wir es doch. Aber wofür? Wofür sind die gut? Dim, dim, di, di, di. Und die sind auch schon wieder alle respawn. Hä, wofür? Mann, ich habe jetzt fünf Blätter, toll. Hier, warte, ich will das mal ganz kurz ausprobieren. Der sollte sich genau in eine Fee verwandeln. Alles klar. Ja, ich bin verwirrt. Vielleicht bringt es mir was, nochmal hier lang zu gehen. Deswegen probiere ich das mal. Weil ich wüsste nicht, wo ich die jetzt benutzen soll. Mal gucken. Nee. Hier ist ja sonst auch nichts mehr. Das war's ja auch hier. Ja, wir haben fünf goldene Blätter. Das ist toll. Ganz, ganz toll. Bringt mir nur einen Scheißdreck. Mal gucken, ob was passiert, wenn ich das Schloss verlasse. Nein. Passiert nix. Ich meine, ich bin hier richtig. Das Spiel hat gesagt, ich soll hier hin. Komm, wir klingeln mal bei Ulrira durch. Mal gucken, was der mir für einen Tipp gibt. Ich habe jetzt fünf goldene Blätter, das ist toll. Tut, tut, ja, hier Ulrira, hast du schon eine Schaufel? Man kann fast überall etwas finden, wenn man gräbt. Tschüss. Ach Gott, bist du hilfreich? Mal wieder. Was willst du mir damit sagen, Freundchen? Was willst du mir damit sagen? Dass ich im Schloss graben soll? Das glaube ich eher weniger, dass das irgendwie mir was bringt. Mal gucken, ob er hier was anderes zu sagen hat. Ich meine, das ist mehr in der Nähe des Schlosses. Tut, tut, ja, hier Ulrira. Nee. Also soll ich jetzt im Schloss graben? Verstehe ich das richtig? Oder kann ich die beim Dungeon einsetzen, die Blätter? Das glaube ich auch nicht. Ich bin schon wieder verwirrt. Wieso kann mir das Spiel nicht einfach sagen, was ich zu tun habe? Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich eigentlich nur anfangen zu raten. Nämlich hier teleportieren.
warten wir uns mal hier rüber. Zum Eingang der Ungabunga-Steppe. Ich nenne die jetzt ab jetzt nenne ich die so. Ich meine, der Originalname ist scheiße. So. Ende der Diskussion. Wir können da noch hoch. Da war ich, glaube ich, noch nicht oben. Gucken wir uns das mal an. Ah ne, hier sind nur die Zombies. Ja. Ja. Ich verzweifle ein bisschen. Das Spiel gibt mir einfach keine Ratschläge, mit denen ich was anfangen kann. Ich meine, hier sollte ich wahrscheinlich auch nicht sein. Mal gucken wir uns halt hier nochmal um. Was soll's? Das hilft ja eh alles nichts. Na? Hi, wer bist du? Du hast hier Mäuse in deinem Zuhause. Hallo. Tantrudi. Hallo, ich bin Tantrudi. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dir sicher gefallen wird. Zahlst mir 28 Rubine für mein Geheimnis? Okay, von mir aus. Ich meine, ich habe das Geld. Alles klar, Süßer. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir mein geheimnisvolles Balsam. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du damit automatisch wieder gesund. Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Yeah, ist das so ein Stärke-Item? Meine Herzen leuchten jetzt so stark. Das könnte sein, dass wir jetzt doppelt so stark sind bis zum nächsten Treffer. Das vermute ich auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das gab's im Wind Waker ja auch. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Symbol dafür, dass wenn du stirbst, du einfach wiedergeboren wirst. Solange du dieses Zeichen um deine Herzen rum hast. Das kann sein. Keine Ahnung! Finden wir hoffentlich raus. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich eh gleich einen Treffer kassieren, aber erstmal nehme ich dieses Herzteil hier mit. Ja. So. Hier kann halt auch wieder überall was sein, ne? Da kannst du wieder überall Graben anfangen. Das ist auch wieder toll. Keine Ahnung, ob ich hier vielleicht alle Krähen töten muss, um irgendwas zu bekommen. Das ist ganz besonders hier, das Spiel. So, weg mit dir. Ich glaube nicht, dass wir alle Krähen töten müssen. Das wirkt ein bisschen doch zu weit hergeholt. Gucken wir mal bei Boris vorbei. Ich meine, wenn ich schon hier in der Nähe bin, dann besuchen wir mal den guten Boris hier in den Taltalhöhen. Dann haben wir da auch noch was. Das könnte das Kammerlabyrinth sein. Mal gucken. Hi. Du hast es auf diese Insel geschafft. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist es, interessante Sachen auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komm mich mal in meiner Hütte dort besuchen. Das ist eine Anspielung sein. Du gräbst aber tiefe Löcher. Falls das hier deine Löcher sind. Die zwei rings um dich herum. Hilfreich warst du ja nicht wirklich. Hier ist ein Teleporter. Gut, den nehmen wir gleich mit, würde ich sagen. Zu Boris' Hütte. Ich kann jetzt halt hier in die Taltalhöhlen gehen. Aber soll ich da lang? Vermutlich nicht. So, das ist jetzt hier das Zeug mit dem Kammerlabyrinthen. Das neue Zeug, was Nintendo ganz groß anpreist. Da werden wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die reinsteckt, werden echte Labyrinthe draus. Wie es funktioniert, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie auch. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderung zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt.
und auch kein Abenteurer. Ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, wirken die Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Ist das ein Kammerstein? Ja, den haben wir schon gefunden. Von dem Kranspiel haben wir den nämlich bekommen, den Kammerstein. Aus denen kann ich besondere Kammern machen. Wenn du einen findest, bring ihn zu mir. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Okay. Könnte man auf das Ende des Let's Plays dann wahrscheinlich schieben. Du hast neue Kammern erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Genau, das kann man dann auch mit Amiibos machen, aber ich möchte mich da jetzt auch gar nicht daran versteifen, das jetzt hier in dem Part zu machen. Ich würde eigentlich gerne weiterkommen in dem Spiel. Aber ich habe halt jetzt 5 goldene Federn und keine Ahnung, was ich damit tun soll. Das ist nicht hilfreich. So überhaupt nicht. Okay, ja, okay. Die Herzen sind nicht nach einem Treffer nicht mehr vergoldet. Das ist sehr gut. Das heißt, das ist wirklich nur fürs Auge. Damit man weiß, dass man wiederbelebt wird automatisch. Na toll. Da hat sich mein PC einfach gerade gedacht, oh, die Aufnahme ist zu lang. Die beenden wir kurz. Super. Zum Glück wurde mein Bildschirm schwarz, ansonsten hätte ich es nicht mal mitbekommen. Keine Ahnung, was da gerade los war. Vielleicht war er überfordert mit OBS. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht. Ihr habt gesehen, ich bin ungefähr an derselben Stelle gestanden. Das war 2 Sekunden danach oder so. Hab immer noch keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich meine, ich habe sie jetzt direkt danach wieder gestartet. Da ist Rudis Haus, da ist das Hexenhäuschen. Wir sind hier. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Hat jemand von euch eine Idee? Ich glaube, ich habe irgendwas im Schloss verpasst. Kann das sein? Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hin. Das würde ich jetzt spontan sagen. Einfach mal gucken, ob wir wirklich nichts bei dem Dungeon machen können. Ich meine, ich habe doch jetzt 5 verdammte goldene Federn gesammelt. Du kannst mir nicht sagen, dass das umsonst war. Irgendetwas muss das bringen. Wie kommt man eigentlich da unten nochmal hin? Weil da könnten wir jetzt auch weiter. Warte mal kurz. Ich sehe gerade, dass wir hier den Stein wegmachen können. Da ist ein Grabstein. Warum ist denn hier ein Grabstein? Komm, geh weg. Da ist bestimmt was in der Mitte. Komm. Ja, Mann! Mein Auge hat das mittlerweile gelernt. Haha! Sehr schön. Okay, was ist das für ein Grabstein? Kann ich nicht lesen? Kann ich nicht verschieben? Was auch immer. Ah, wahrscheinlich buddeln. Nee. Link ist also kein Grabschänder. Was ist der gut? Der ist bestimmt nicht einfach nur Deko. Das glaube ich nicht. Super. Jetzt sind wir halt 2 Parts hier rumgeirrt. Haben in diesen 2 Parts absolut nichts erreicht, was irgendwie storyrelevant ist. Ja. Warum hast du da angefangen zu buddeln, Brudi? Ein Grund? Scheint nicht. Man könnte jetzt noch hier nachgucken, weil hier sollte ja auch irgendwie ein Grabstein sein, aber nee. Wenn das hier synchron gebaut ist. Ja, komm. Wir gehen nochmal zum Dungeon. Das Schönste, was jetzt passieren kann, wäre, wenn sich der Dungeon öffnet. Das wäre wirklich toll. Mal gucken. Vielleicht wollten die einfach nur 5 goldene Federn dafür. Blätter. Ansonsten muss ich da wohl irgendwie noch ein bisschen offscreen rumsuchen. Ich würde jetzt ungern nachgucken wollen, was ich tun muss. Ich meine, es ist schon cool, wenn man selbst drauf kommt. Schleimschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Das kann ich dir sagen, lieber Link. Das kann ich dir sagen. Aber wir haben es leider nicht. Das war gut. Da geht's nicht weiter. Hier können wir hin. Hier ist noch was. Na, sieh mal. Toll.
sieh mal einer an. Wir haben doch noch was gefunden. Rivards Villa. Da war das Herzteil. Schloss Canalette. 10 Minuten. Und dann da lang gehen. Schön, dass da 10 Minuten dabei steht. Da wäre ich einen kompletten Part beschäftigt. Aber zum Glück sind es ja nur 2-3 Minuten, die man da unterwegs ist. Okay. Ja, ich muss mich eh ein bisschen zusammenreißen. Langsam aber sicher, denn die Zeit vergeht von dem Video. Und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. So, das ist der Froschkönig, so wie es aussieht. Hi. Ja, sei gegrüßt. Vermutlich sieht es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Oh, ich muss in meine Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Ich habe sogar 5 davon. Großartig. Genau gesagt handelt es sich um 5 goldene Blätter und ich will sie alle. Vergesse ja nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Wofür die Schaufel? Gab es irgendein Blatt, das nur in der Schaufel versteckt war? Ich glaube nicht. Naja, ich habe sie alle. Na, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. 7 dieser Statuen hinter mir zur Seite. Schiebe die Statue hinter mir zur Seite. Und er findet, was er gesucht hat. Alles klar. Das wird wahrscheinlich dann der Schlüssel sein. Oder? Noch nicht. Erstmal noch ein kleines Rätselchen lösen. Aber dann eine Zaubermuschel. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Die Nachricht hatten wir aber schon mal, glaube ich, oder? Naja. Egal. Oh, das ist eine recht große Höhle. Ich mag das nicht, wenn man die Höhle von oben nicht einschätzen kann. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Pokémon. Da sind die Höhlen auch immer viel, viel größer, als sie eigentlich aussehen. Vor allen Dingen in den alten Gameboy-Teilen. Da bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Wenn die Höhlen so groß sind. Ich meine, dass ein Dungeon größer ist, als er von außen aussieht, das ist verständlich. Aber doch nicht so kleine Höhlengänge. Da bin ich immer total verwirrt, wenn die dann 2 oder mehr Etagen haben. So. Ein kleines Labyrinthchen. Na gut. Ist in Ordnung. Graben wir uns hier noch schnell durch. Ist okay. Gibt Schlimmeres. Ich meine, wir kriegen ja eh ein Herzteil am Ende. Das haben wir schon gesehen. Dann kann ich wenigstens das auch noch in die Beschreibung schreiben. Für die Leute, die mal in die Beschreibung geguckt haben. Die sehen, dass ich da tatsächlich... Ah, super. Dass ich da alles reinpack, was wir eingesammelt haben. Das sollte aber funktionieren. Ja. Wird nur spannend, ob ich jetzt auch so schnell wieder zurückkomme. Hepsa! Sehr schön. Das lief sehr, sehr gut. Nicht schön, dass man hier über 2 Stellen gleichzeitig springen kann. Ah, was soll denn das? Hier ständig die Löcher. Ich will nicht langsam spielen. Nee, will ich nicht. Hör auf damit. Okay, und wegen der Eulenstatue haben wir jetzt alles gemacht, den ganzen Spaß. Dann musst du jetzt aber was äußerst Wichtiges sagen. Aber wahrscheinlich brauche ich jetzt genau Mutter Erdes Geheimnis hat am Fuße meiner selbst. Dafür brauchen wir die Schaufel. Genau, um jetzt hier den Schleimschlüssel zu erhalten. Er öffnet das Tor in der Urunga-Steppe. Alles klar. Das heißt, im nächsten Part gibt es wieder ein bisschen Dungeon-Action. Aber wir sind gut vorbereitet für den Dungeon. Deswegen, ich rechne nicht mit einer Niederlage heute. Beziehungsweise im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn er wieder einschaltet. Bis dahin verabschiede ich mich. Der Part ist lang genug, hoffentlich. Ich meine, er ist mittendrin einmal abgeschmiert. Aber ich glaube, 16 Minuten und 8 Minuten ist eine okay Partlänge.
sofern die andere Aufnahme 16 Minuten war. Vielleicht waren es auch 18, aber dann ist es ja an sich noch besser. Aha. Jetzt komme ich da erst nicht hin. Das trifft sich ja toll. ja, suchen wir den Eingang im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Sleepers wake, dreams will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw, I believe. Lost in dreams, we sleep.